So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Ja, meine Rassarmee, die muss langsam wachsen. Und weil ich ein Platzproblem habe, weil ich von diesem Magazine, der war ja in das Lego Ninjago Magazin 105 drin. Ich fand den mega cool. Die Waffe jetzt weniger, die kriegt hinterher goldene Schwerter oder Stangen. Ihr seht es schon, es sind immer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der die Videos nicht kennt, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Und ich werde die noch über 100 Minifiguren erweitern, meine Armee. Weil ich habe so viele Magazine, wo ich meine Armees noch weiterbauen muss. Zum Beispiel hier. Diese Armee muss ich auch noch viel größer machen. Der Gegenpart sieht richtig cool aus, der Goldene. Der ein oder andere hat natürlich auch ein paar davon. Aber jetzt mache ich natürlich erstmal meine Armee Rass weiter. So, mindestens um 10 Figuren. Das steht schon mal fest. Na, ich muss mal eben was holen. Und zwar, was ich vergessen habe, die Schüssel für das Kleinzeug. Da habe ich immer noch nicht stehen. Und wie gesagt, um 10 Figuren werde ich jetzt meine Armee auf jeden Fall erhöhen. So, limitierte Karte. 10 Stück ist natürlich auch perfekt. Ihr wisst ja, ich habe limitierte Karten. So, viele wie der Sand, der bei uns hier ist. Einmal, muss ich immer nach unten greifen. Ich packe immer 5 Stück aus, dann baue ich sie zusammen. Dann nochmal 5. 10 Stück auf jeden Fall. Vielleicht auch mehr, mal gucken. Hauptsache die limitierten Karten, die bleiben alle heile. Ihr kennt das Klebeproblem hier. Im Moment sieht es gut aus. 2. Und wie gesagt, ich habe im Moment ein riesen Platzproblem. Deswegen, und weil ich noch andere Armees festgestellt habe, wie die Goldene, die sehen mega cool aus. Und ich so viele Magazine auch davon habe, muss ich jetzt natürlich erstmal weitermachen mit die alten. Wie gesagt, ich habe gesagt, bis 100 mache ich auf jeden Fall vor die Kamera meiner Armee erweitern. Und das werde ich auch einhalten. Vier. Ich finde Rass mega cool. Zwar gibt es bessere und sowas alles, aber die Farbkombi als Armee sieht nun mal richtig genial aus. Oder was meint ihr? Schreibt es mir ruhig in die Kommentare, wie ihr den findet. Habt ihr vielleicht auch eine kleine Armee davon oder von jemand anders? Alles in die Kommentare schreiben. Ich lasse mich gerne inspirieren, wovon ihr eine Armee habt. Vielleicht gefällt sie mir auch und dann besorge ich mir sie eben. Und dann mache ich mir davon auch eine Armee. Nach hinten hin. Schulterpolster in Gold müssen natürlich sein. Ja, was ist denn jetzt los? Wieso passt der nicht? Ein bisschen verbogen, das kann schon mal passieren. Ist aber ein bisschen viel verbogen. Ja. Muss ich mal eben eine Schere holen. Dann ein bisschen auseinanderdrücken. Der ist nämlich ziemlich heftig verbogen. Jetzt habe ich ihn abgebrochen. So, jetzt ist er kaputt. Aber ich habe davon noch einige. Kommt nachher natürlich sofort ein neuer drauf, weil ich habe so viele Ersatzteile. Will ich aber jetzt die Kiste nicht rausholen, weil dann dauert es wieder etwas. Aber so kann es gehen. Von der falschen Lagerung. Oder mir ist da was draufgefallen, eine Kiste, weil ich, wie gesagt,
zu viele davon habe. Hier passt es wunderbar. Und das macht auch Spaß, gebe ich offen und ehrlich zu. Wenn man weiß, das ist jetzt so eine richtig große Armee. Mega cool. Okay, der eine oder andere ist natürlich mega Star Wars Fan. Der baut sich eine Klontrooper Armee oder davon. Da mache ich immer nur kleine Armees von. Aber die Bösewichter von Ninjago, die haben es mir angetan. Bin ich ehrlich, es gibt hier auch wirklich coole. Die alten, die ganz schwarzen, mega. So, das waren jetzt 5. Jetzt mal eben durchzählen. 1, 2 in der ersten, zweiten, dritten Reihe. Erste, zweite, dritte Reihe und dorthin. Dann 3 Abstand. 3 Abstand. 3 Abstand. 3 Abstand. Den mache ich natürlich jetzt auch hier hin. Damit ihr gleich das Gesamtbild seht. Der kriegt aber neue goldene Schulterpolster. So, jetzt erstmal wieder 5 Magazine auspacken. Hoffentlich bleiben die limitierten Karten auch heile. Ich gerade wieder sehe, wollte ich ja in meine Kiste wieder reinschmeiße, die Boosterkarten. Der 8er, der 8,5er, die stapeln sich hier bei mir. Müsste ich auch mal wieder ein Video von machen, von der Ninjago Boosterkarten-Geschichte. Könnte das sein, dass ich dann ein längeres Video mache, weil ich zu viele Booster auf. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Kleber nicht. Oh, beschädigt. Ah, ist nichts verknickt, nichts, nur nach dem Kleber abkriegen. Vorletzte, die passt auch. Wenn die letzte jetzt auch noch heile ist, dann haben 9 limitierte Karten überlebt. 10. und letzte jetzt erstmal wahrscheinlich. Mal gucken, gleich auf die Uhr, wie lange ich schon dran sitze. Ja, die ist auch in Ordnung. 9 limitierte Karten haben es überlebt. Perfekt. Meine limitierten Kartenstapel, der wächst in echt. Jetzt wird wieder Rass aufgebaut. Ja, bloß die Waffe. Wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich goldene Schwerter nehmen oder sowas. Weil hier hinten hat er ja einen Pin, einen goldenen dran, wo ein Schwert hinten dran gesteckt wird oder sowas. Mal gucken. Oder eine Stange mit einem mit einer Spitze dran, da suche ich mir was aus. Aber ich, wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was für eine Waffe ihr genommen habt, was ihr da dran sehen würdet. Vielleicht gefällt es mir. Vielleicht da eine goldene Stange dran, eine Axt. Und dann passt das Ganze. Weil, wie gesagt, die goldenen Schulterpolster, die möchte ich dran lassen.
Ich habe so viele andere nicht, die ohne diesen Pin sind, weil eigentlich wäre ohne Pin natürlich besser hier oben gerade. Ihr kennt die ja, aber davon habe ich nicht so viel. Deswegen hier noch einen goldenen Stein drauf und dann Schwert, Stange, Lanze. Mal gucken. So, ich habe jetzt nebenbei mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, das sind die letzten fünf für heute. Ich will das Video ja nicht so lang machen. Erstmal mich bedanken, falls ihr das Video euch ganz angeschaut habt. Ja, ich bin im Moment still, weil ich mir jetzt gerade überlege, vielleicht mit die orangen Spitzen irgendwas zu bauen, eine Waffe. Aber dann gucke ich mal, was da passt. So, wieder 5 fertig, das heißt, wieder hier rüber. So, jetzt geht das Ganze wieder 3 Reihen vor, 1, 2, 3 und zwar dann nach hier hin. Jetzt jede dritte, 1, 2, 3 frei. Dass immer auf die Platte 5 Stück sind. 3, 3 und 3. So, das bedeutet 15, 15, 20, nochmal. 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 71. Rass stehen hier schon. Mega cool. Mache ich natürlich jetzt öfters das Video wieder, weil ich will mit anderen Armeen anfangen. Das ist leider so. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, welche Armee ihr aufgebaut habt. Gebt mir eine Anreize, was für eine Waffe der haben kann. Weil ich will, die Waffe gefällt mir nicht, die er dabei hat. Entweder so, wisst ihr, mit dem Schwert hin dran. Aber hier ist ein anderer, das ist der Anführer, habe ich gemacht. Den habe ich ja umgebaut. Ihr habt das Video vielleicht auch schon gesehen. Aber nichtsdestotrotz. Werde ich irgendwas von Lego und Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig zurzeit, auf jeden Fall. Aber das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.